Hallihallo, liebe Wandersleute. Wir sind heute mal unterwegs zu einer kleinen Wandertour. Nichts Großes, direkt bei mir hier um die Ecke im Dorf, um das Dorf herum. Mit der Emmy. Hier ist er, die Emmy. Ja. So, also wie gesagt, nichts Großes. Wir gucken uns mal oben den Windpark an. Der soll gebaut werden, wie es da aussieht. Ja, die Runde bin ich früher mit der Emmy gegangen und ich weiß nicht genau, sind es 3 Kilometer, 5 Kilometer? Keine Ahnung. Ich gucke mir das mal an. Die Uhr läuft mit hier. Dann schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Wir haben jetzt ungefähr 350 Meter, 400 Meter auf der Uhr. Und ich würde sagen, los geht's. Komm! Kilometer 2, die Couch Potato Emmy hat überhaupt keine Lust. Die hat schon eben gelegen. Oh Mann, ey. Der Jakobsweg gehe ich mit Sicherheit nicht mit der Emmy. Na komm. Naja gut, ist nur eine Gewöhnungssache, ne? Es ist warm. Ich weiß nicht, wie warm wir es haben, aber bestimmt 26, 27 Grad. Okay. Es werden maximal, also wenn ich es überlege, maximal komme ich auf 6, 7 Kilometer, mehr wird das nicht. Aber das ist schon viel. Ne? Der Emmy ist, wo sie kleiner war, ist ja schon mal mindestens mal 10 Kilometer gegangen. Minimum. Das haben wir auf jeden Fall schon hinter uns. Also von daher ist es kein Problem. Na komm. Komm mal her. Komm hier. Nee, komm mal hier. Naja, Wildtrinke. Da ist nicht viel Wasser, es läuft doch nicht viel. Minimal. Egal, passt schon. Weiter geht's. Komm. Super. So, das letzte war so eine Art Wildtränke und ja, man hat ja gesehen, nicht viel Wasser drin, ist okay. Als nächstes haben wir hier zwei große Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, gesprengt leider. Ich blende im Laufe der Zeit mal ein paar Fotos ein, damit man es besser sieht, aber krass, richtig krass. Seid ihr gleich dabei. Okay, bis gleich. Komm! Alles klar. Hier ist der erste Bunker. Man kann es nur erahnen, hier ist die Decke vom Bunker. Da oben ist noch Teil von der Wand. Der ist gesprengt auf jeden Fall. Man sieht es schön. Wir gehen mal näher ran, damit man was sieht. So, man sieht halt schön jetzt hier, hier liegt die Decke, da oben noch ist ein Teil von der Decke, der ist in der Mitte gesprengt worden. Ja, der ist Geschichte, ne? Okay, wir gehen mal zu dem zweiten Bunker. Emmy, hast du Bock auf den zweiten Bunker? Na, geh. Geh. Na komm. Super. Ja, wir gehen mal zum zweiten Bunker, gucken uns den mal an, der ist nämlich ein bisschen besser erhalten. Und dann schalte ich euch wieder ein. Hier muss erstmal gekratzt werden. Okay? Okay, weiter. Und schon sind wir bei Bunker 2. Was?
Einfach nur krass. Komm mal, Emmy. Komm. Ich geh mal näher ran. Aua, kleiner Hässler. Mann. Dass man mal sieht, was für Ausmaße das hier sind. Ist krass. Einfach nur krass. So, ich bin jetzt auf dem Hochsitz gekrabbelt. Aber ich hoffe, man sieht hier überhaupt irgendwas. Also das ist ein riesiger Bunker, ne? 50 Meter von dem letzten Bunker, wo wir waren. Ja, auch gesprengt. Wie Kartenhaus in sich zusammengefallen. Okay, gehe ich wieder runter und dann geht's weiter. Also die Größe von dem Bunker kann man wirklich nur erahnen. Ne? Aber ich schätze mal, der ist bestimmt 20, 30 Meter breit. Die Mauern, die sind bestimmt, ich sag mal, 50 Zentimeter, 60, also Minimum. Na, also ich will nicht, wissen, wie die das gesprengt haben. Unglaublich, ey. Naja, Emmy hat immer noch keinen Bock weiterzugehen. Kommst du? Oh. Na komm. So eine richtige Faulschnecke. Emmy, komm. Leckerlis, geht einiges. Emmy, komm. Jawohl, super. Mahlzeit. Okay, im Prinzip sind wir auf dem Rückweg. Wir haben jetzt fast 4 Kilometer Zeit. 1 Stunde 6. Gut, wir haben getrödelt. Ging 2 Kilometer bergauf, aber knackig bergauf. Da musste man eine Rast machen, wie der Emmy, der hat keine Lust mehr gehabt. Da hat sich in die Wiese gelegt, ne? War ja klar. Gut, nächster Halt ist Grenzstein, genau, so ein Landesgrenzstein. Okay, da seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. Ich war gerade hier, ein älteres Ehepaar mit so einem Rolli, mit 2 kleinen Hunden drin, älteren Hunden. Und was macht der Emmy? Wow, 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 wow. Krieg ich die Krise? Da krieg ich die Krise. Jetzt haben die Leute noch verstanden und geben den Leckerli und sagen und reagieren gar nicht auf die Emmy. Aber es gibt halt Leute, die verstehen das nicht. Und die sind halt dann verängstigt. Verstehe ich so. Ist ja normal. Mensch, du bist ein Raudi-Hund. Ne? Aber gut, seit 2 Stangen, so Leckerchenstangen abgestaubt. Alles richtig gemacht. So, jetzt aber zum Grenzstein. Auf geht's. Bis gleich. Windpark Merzig. Super Projekt, sieht schön beschissen von uns zu Hause aus. Wir sehen nämlich genauso Windräder wie hier. Ist ja alles schön und gut, aber das sieht einfach nicht schön aus. Ne? Okay, dann haben wir den alles. Ne? So, Anzahl der Anlagen. Also 2 Stück. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wir gucken uns das mal an. Komm. So, das Video überwacht. Ne? Wir werden ja keine Windmühle klauen, kein Windrad. Habe ich nicht vor heute. Ich habe eh nur einen kleinen Rucksack dabei. Sehr witzig. Okay. Na komm. Na komm, kleine Maus. Ah, die Emmy und Wandern. Also ich glaube nicht, dass die 2 Freunde werden. Gut. Bis gleich. Komm mal her, was trinken. So, wir haben jetzt genau 5 Kilometer. Mir was zu trinken geben. Boah. Hauptsache Fließjacke dabei, ganz wichtig. Ohne Fließjacke bei der. Ah, doch, hier ist ja doch was. Da steht doch ein Fundament. Es geht gleich los, zeig's dir gleich. Sekunde. Hier, Emmy, trink noch was. Hey. Nur damit du ungefähr die Größenverhältnisse siehst, wie groß so ein Fundament ist. Ich gehe mal in die Mitte von dem Windrad. Sekunde. Okay.
Ungefähr so fühlt sich ein Windrad. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Zum Grenzstein. Jawohl, super! Eine kurze Vorstellung. So, in der Zwischenzeit war ich zu Hause, hab die Käse mal geholt. Komm mal her, Käse, komm mal her. Komm mal her. Komm mal hier. So, Käse ist schon zu alt zum Mitgehen, deswegen kann die mal schön zu Hause bleiben. So, was haben wir heute für Kilometer geschrubbt? Ich guck mal ganz kurz nach. Trainingsdaten, da gucken wir mal. Also, wir haben heute gemacht 7,3 Kilometer in 2 Stunden und 7. Ich habe mich doch verquatscht mit jemandem. Also, ich bitte es zu entschuldigen. 70 km/h im Durchschnitt, kann man nichts sagen, ne? 9000 Schritte. Okay, ich blende es mal ganz kurz ein. Ich weiß nicht, ob es hier oder hier ist, keine Ahnung. Gucken wir mal. Lasst euch mal überraschen. Und zwar jetzt hier. Ne? Ja, also die Wanderung, die war wirklich eigentlich schön. Für die Emmy zu weit. Also was heißt zu weit? Die muss ich erstmal dran gewöhnen an so die Geschichten. Kann das, ne? Hat aber nicht wirklich Lust drauf. Okay, ist nicht schlimm. Aber ich gehe jetzt so nach und nach, machen wir diese Wanderungen immer so, keine Ahnung, 4 Kilometer bis 7 Kilometer so in dem Dreh und so wird es auch erst die nächste Zeit bleiben. Cassie bleibt zu Hause, die können wir nicht mitnehmen. Das ist einfach zu viel für die. Okay, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, danke. Guck mal nach, vielleicht gefällt dir noch ein anderes Video bei mir. Was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel Nasenarbeit, Dummyarbeit. Nicht schlecht, guck das mal an. Okay, ich bin raus. Tschüss, Kopf, in den Wald. Ciao.